Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Doctor. Und wir sind hier bei Scotland Yard und suchen einen Verdächtigen, beziehungsweise wir wollen einen Verdächtigen verhaften. Mr. Holmes. Und zwar diesen Pfeil, der Jeremy. Nee, nicht Jeremy. Fleming, der Pfeil. Percy Fleming, genau. Ich habe einen Verdächtigen, Percy Fleming. Können Sie ihn festnehmen? Ich werde sofort den Befehl erteilen. Ich komme als Heiliger. Inspektor, wir haben auch den zweiten Verdächtigen. Geben Sie es zu. Wir von Scotland Yard kümmern uns um Sie, oder? Nun, tot würde ich Ihnen auch nichts nützen. Aber ich bin als Heiliger hier. Ich glaub's nicht. Live. Hallo? Ah. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Was ist denn das da hinten? Der raucht. Guten Tag, Percy, der Pfeil Fleming. Ach Gott, der Versager. Versager? Sie wissen doch, was in der Baker Street vorgefallen ist. Als Versager würde ich mich da nicht bezeichnen. Geht mir sonst wo vorbei. Aha. Wir analysieren dich, lieber Kollege, erstmal. Bandenfeder wurde als Kind geschlagen. Nee, nee. Das ist eine eindeutige Band. Mode bewusst fühlt sich unwohl. Nee, nee, das ist Mode bewusst. Was ist das da? Aufwendige Knöpfe, teure und exzentrische Kleidung. Tätowierung aus der Westgate-Gefängnis, gewöhnliche Tätowierung. Nee, nee. Das sind Ringe. Mehrere Ringe. Praktisch. Okay, dann wollen wir mal diese Analyse über diesen Herrn. Percy Fleming, auch unter dem Namen der Pfeil bekannt, ist der Anführer der Walworth-Bande und betreibt mehrere Bordelle. Sein Geschäft läuft gut. Er ist ein wohlhabender Mann. Fleming ist eine modebewusste und exzentrische Person, die auf ihr Äußeres gut achtet. Die Narbe in seinem Gesicht stammt höchstwahrscheinlich aus einer der zahlreichen Bandenfäden, in die er verwickelt ist. Der Pfeil hat 7 Jahre im Westgate-Gefängnis gesessen und befindet sich erst seit kurzem wieder auf freiem Fuß. So. Was haben Sie vor 2 Tagen um ca. 1 Uhr nachts gemacht? Ich war im Weißen Schwan. Im Weißen Schwan? Also in Ihrem Bordell? Das zählt nicht wirklich als Alibi. Für was brauche ich ein Alibi? Machen Sie Geschäfte mit einem Jack, der Hammer Cole? Ja, mache ich. Er bringt ab und an Mädchen vorbei. Aber er ist dumm. Ein hitzköpfiger Clown. Nun, an Ihrer Stelle würde ich mir Sorgen machen. Ja? Er hat erzählt, was Sie seinem Bruder angetan haben. Und kurz gesagt, er hasst Sie. Ja? Sagt Ihnen der Name Jeremiah vielleicht etwas? Nie gehört. Ach komm. Was ist mit diesem Drohbrief, der Ihre Unterschrift trägt? Ach, jetzt erinnere ich mich. Drohbrief? Ach was. Der soll ihn nur an seine Schulden erinnern. Nur eine kleine Summe. Aber es geht ums Prinzip. Woher kennen Sie ihn? Er kommt immer wieder vorbei und bettelt um Arbeit. Er redet Unsinn. Ist nicht ganz dicht. Hm. Ich hab's nicht richtig mitbekommen. Ja, mach ich, er bringt ab und zu.
nie gehört. Was ist mit dem? Ah, ja. Ah, jetzt erinnere ich mich. Strohbrief? Ach was, das soll ihn nur an seine Schulden erinnern. Nur eine kleine Summe, aber es geht ums Prinzip. Woher kennen Sie ihn? Er kommt immer wieder vorbei und bettelt um Arbeit. Er redet ist Unsinn. Ist nicht ganz dicht. Okay. Percy Fleming hat auch gesagt, dass Jack Colf Frauen für sein Bordell liefert. Percy Fleming hat ausgesagt, dass Schermeier oft um Arbeit gebettelt hat, um Geld verdienen zu können. Befragen Sie Percy Fleming und untersuchen Sie seine persönlichen Gegenstände aus Scotland Yard. Ich würde aber jetzt gerne noch... Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Jack the Hammer noch... Sagen Sie, welche Geschäfte machen Sie mit Percy Fleming? Was? Gar keine Geschäfte mache ich mit dem. So? Oh. Sie versorgen ihn doch mit Mädchen. Das hat er gestanden. Na, dann lügt er. Hey, warum sagst du denen, dass ich dich mit Mädchen versorge? Hä? Wovon redest du da? Wie lange wird das dauern? Warum wurde ich festgenommen? Eine... Ja. So. Eine Spintria, eine Bordellmünze aus dem antiken Rom. Nun, das ist geschmacklos. Das ist Percy. Ach, guck an. Sieht nach kodierten Notizen aus. Und gleich mal einstecken. Die kodierten Notizen waren unter Percy Flemings persönlichen Gegenstände. Vielleicht kann ich sie mit Hilfe meines Archivs. Schlüsseln! Ich glaub's nicht, das ist eine lange Sache wieder. Das wird wieder eine lange Sache, mein Freund, das sag ich euch. So, okay. Wir reisen zu weiter Breaker. Machen wir unterdessen mal hier. Das war alles kommen. Jack Colt ist schuldig. Das würde ich jetzt noch nicht so sagen, liebe Freunde. Nee, das schlussfolgere ich nicht, dass Jack Colt schuld ist. Ich glaube, nee, da haben wir das Ergebnis noch nicht. Das wäre eine zu frühe Schlussfolgerung. Der Text ist verschlüsselt. Offenbar mit der Cäsar-Verschiebung. Das sollte kein großes Problem sein. Was sagst du? Es ist ein Schuldenbuch. Und Jeremiah befindet sich auch auf der Liste. War wirklich nicht so schwer. Rein in die Kutsche! Schnell! Folgen Sie der Kutsche! Mann! Der Schauspieler, der ist eine Katastrophe.
Das ist wahr, der Schauspieler. Mann! Könnt ihr nicht irgendwie anders recherchieren, vor allem in einem anderen Outfit? Zur Deckung von ihm. Als Fahrer. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ja, deine Lippen bewegen sich nicht. Ach, da ist ein Loch. Hätte jemand das gedacht. Da jetzt hin. Die läuft mit die Straße hin und her, oder? Wo ist denn jetzt hin? Zu. War ja sowas von klar. Also, wann wir jetzt sich da umdreht, gehen weiter darüber. Ich hab was gehört. Ich nicht. Da war nichts. Ja, sag ich doch. Ein altes indisches Ritualmesser. Ein altes indisches Ritualmesser. Tuli. Nehme ich mal. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Fest verschlossen.
nicht, da will ich noch aufmachen. Blut. Frische Spuren. Zerbrochene rohe Gewalt. Kratzer, Mann. Hier gab es einen Kampf. Wild hat sich gewehrt, aber jemand oder etwas überzeugte ihn, es sein zu lassen. Ah, ey! Alter, mach mir nicht so Angst. Ich hab Q gedrückt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wegen dem Q passiert. Das wäre gemein, wenn der jetzt auf halber Strecke wieder umdrehen müsste. Und du laufst im Kreis. So. Oh, mein Cousin schlägt sich mit Bobbys und stiehlt teures Zeug. Und was mache ich? Wache schieben. Nur die Ruhe. Du darfst auch mal raus. Wann denn? Ich bin schon 2 Jahre dabei und nichts hat sie ab was gehört. Rede jung, mein junger Freund. Können wir den jetzt hier vorbei? Zu. Das ist schwer gemacht, Mensch. Das hier sieht aus wie von einer antiken Rüstung einer griechischen Wache. Vermutlich nicht echt. Ein Gongschlag würde die Wachen anlocken. Ich muss vorsichtig sein. Machen wir das lieber mal. Oder... Ich versuche mal...
sind sie ja. Sie wurden erwischt. Verdammt, ich dachte, ich könnte ihn vielleicht niederschlagen oder so. Okay, starten wir nochmal von da. Vielleicht haben wir das jetzt ein bisschen geschickter. Ich glaube nicht. Wobei doch, ich könnte jetzt dann zum Beispiel gleich vor gleich nach da vorne gehen, ne? Dann eine Axt gesehen, hätte ich die nehmen können. Das hier sieht aus wie von einer antiken Rüstung einer griechischen Wache. Vermutlich nicht echt. Ein Gongschlag würde die Wachen anlocken. Ich muss vorsichtig sein. Komm, Sherlock, komm. Runter, komm. Sherlock, komm. Ja, komm, dreh dich um. Ich habe eine Regie, wenn ich schwer. Aber was? Nein! Lassen Sie uns verschwinden! Nein! Das ist Jeremiah! Nein! Das ist Jeremy! Ach du, nein! Das war Jeremy! Ich brauchte ihn! Nein, er hätte mir sagen können, wer ihm den Auftrag gegeben hätte. Fuck. Gut, dass Sie hier sind, Lestrade. Was ist passiert, Mr. Holmes? Wir kommen vom verlassenen St. Patrick's Kloster. Dort traf ich auf eine Gruppe von Banditen, die mich umbringen wollten. Schon wieder? Ich schicke unsere besten Männer los. Nun, es wird wohl niemand mehr dort sein, aber wenn Sie sich beeilen, können Sie vielleicht noch die Beute Ihrer Raubzüge finden. Verstehe. Und ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie Mr. Wilde hier im Auge behielten. Aber Holmes! Oh, fuck. So, liebe Freunde, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.